Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei DuckTales. Woohoo. Kleine Freunde, große Sorgen, die DuckTales. Woohoo. Auf dem Weg nach Transsilvanien, DuckTales. Woohoo. Da ist ein kleines Bild von einem Schloss im Hintergrund. Und da ist noch ein anderes und noch ein anderes und noch ein anderes und noch ein anderes. So eine Hubschrauberfahrt mit Quack ist mit Sicherheit sehr entspannt. Ich meine, das ist Quack. Der Bruchpilot. Quack, der... Oh nein, ohne Brot. Pilot, auf Pilot reimt sich Brot. Das ist interessant. Neben mir liegt gerade auch Brot. Und neben mir liegt ein Apfel, eine Banane. Ich hätte Hunger. Ich hätte eine Banane essen sollen. Videosequenz. Ich muss meine Fresse halten. Ich halte meine Fresse jetzt. Ich bin doch leise. Ja, ich sage gar nichts. Mann, ich hasse Videosequenzen. Hab ich das schon mal erwähnt? Was ist Nikki? Warum ist Nikki eigentlich dabei? Ist da wirklich ein Monster drin? Nein, jetzt... Entspann dich und mach. Geht einfach rein in die Kiste und los geht's, ey. Of course he is, Louis. Vampires, Banshees and mischievous spirits are just a lot of superstitious hocus-pocus. Hocus-pocus. Sind nur hocus-pocus. Boah, der Blitz war geil. Der hat mir jetzt ein bisschen gefallen. But you better stick close to me, just in case. Dankeschön. Warum nimmt er die eigentlich mit? Ich weiß es nicht genau. Oh, nuts. We want to come with you, Uncle Scrooge. Don't worry. Ist nur eine ganz winzig kleine Videosequenz. Die dauert gar nicht lange. Purple Bus Whoam? Yeah, I'm not sure that's as fast as you think it is. Besides, why should we have to stay here just because Webby's a big chicken? Yeah, we're not afraid of whatever's hiding out there, are we? You boys are so mean. Ja, mach doch jetzt bitte, Mann. Ich möchte spielen. Webby! Oh no! Huey, it's a trap. Of course. Everything will be fine, my darling. Wait here and I'll be back with the lads lickety-split. Dankeschön, Mann. Wow, ein roter Diamant direkt mal am Anfang. Das ist nett. Hier ist nichts an der Treppe. Okay. Boah, das ist ein cooles Bild im Hintergrund, ne? Zack und BÄM! Home Run, Baseball. Ah, okay. Okay, hier werden auch die unsichtbaren Wände dann mal so angetriggert, dass es die gibt. Ich glaube, hier in dem Level gibt es auch eine unsichtbare Wand, wo der Herzcontainer hinter ist. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, sind es immer so unsichtbare Wände? Wände, ja. Immer so unsichtbare Wände, wo die Herzcontainer sind? Oder ist es, nur, war das jetzt Zufall? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Hier ist ein Spiegel, da können wir aber nicht rein. Können wir hier irgendwo... Sonst konnten wir ja auch noch nichts machen, wo? Ne, ich glaube nicht. Wir müssen echt die Augen aufhalten für Secrets, weil... Die zu finden ist doch gar nicht so. Also, ich habe jetzt den Amazonas, habe ich ja zweimal gespielt. Also, ich habe ihn ja schon einmal gespielt und dann habe ich ihn ja verkackt. Und dann bin ich ja weiter. Oh, hier kann man hoch. Aber ich weiß nicht, wo man da... Ah, da war eine Kette. Okay, ich hab grad... Wie bin ich denn an die Kette gekommen? Wofür sind denn hier die Steine? Die braucht man doch gar nicht, oder? Oh, ja, egal. Wenn wir nochmal aus dem Bild rausgehen und wieder rein, sind die Steine ja wieder da. Okay. Da oben sind also Truhen versteckt. Das macht Sinn. Könntest du bitte auf deinen Pogo-Stick gehen? Hm, müssen wir, glaube ich, hier an die Kette. Nee. Wie triggern wir denn da die...
Wie triggern wir denn da die... Ach, da sind die Schatztruhen. Echt? Ich hab nicht... Ist die hier weg, oder was? Auf der Seite? Och man, das ist doch doof. Jetzt habe ich einen roten verpasst, oder wie? Das gefällt mir jetzt nicht. Ach, da ist schon Frieda. Ja, die war jetzt gar nicht so schwierig zu finden. Haha. Und zack. Ich glaube, die bauen sich wieder auf. Ich glaube, die sind so ein bisschen knochentrocken. Like. Warum ist hier ein Loch, wenn man da nirgendwo hin kann? Keine Ahnung. Mr. Diggly, now where did you come from? Why, from home, of course. I had to be sure you were all right in this filthy place. Ich glaube, Frieda ist so eine Putzfee. Ach ja. Das Extra-Leben sieht voll geil aus, oder? Das hat voll die coole... Er sieht aus wie ein Kuscheltier oder so. Ist halt nicht so gezeichnet. Sieht aus wie so ein richtiger Gegenstand. Das ist voll cool. Ja, also mit Herzen wird man hier zugeschissen. Problem ist, dass wir die natürlich alle nicht gebrauchen können. Also wir können die, prinzipiell kann man die schon gebrauchen, aber... Halt nicht, wenn man ein volles Leben hat und nicht so früh in dem Level. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wow. Boah, treffe ich damit jetzt? Nee. Ach so, ich habe hier quasi mehrere Versuche. Och komm, der war doch getroffen, oder nicht? Ich glaube, hier kann man auch... Ah. Nein. Und Treffer versenkt. Nein, nein. Oh, ich bin so blöd, ey. Kannst du mal da hier in die Richtung kommen? Boah, krass, okay. Muss den echt ziemlich weit. Oh, es ist ein bisschen. Ist schon ein bisschen schwierig hier jetzt richtig zu treffen. Einfach. Oh, Mann. Ja, aber da komme ich jetzt nicht hin. Habe ich jetzt verkackt? Nein. Ah, ich bin tot! Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber das ist ja voll schwierig, ey, die da oben zu treffen. Oder gibt es da noch eine andere Stelle, wo ich was da hochschießen kann? Ah, jetzt habe ich. Jetzt habe ich natürlich hier die. Aha. Okay. Das macht irgendwie auch Sinn, ne? Man muss... Wo muss ich den ungefähr treffen? Ich glaube hier. Ja, das ist ein bisschen zu weit vorne. Ne, doch nicht. Passt perfekt. Ach. Kann ich jetzt... Die Truhe da oben ist jetzt schwierig. Muss ich den von hier treffen oder von... Ah, Volltreffer. Okay. So, dann können wir uns jetzt hier... Ich guck nochmal. Hier habe ich schon mal geguckt, oder? Ja, bestimmt ist hier unten was. Nicht? Krass, okay. Hätte ich jetzt eigentlich nicht mitgerechnet. Ich bin auch gerade voll ein bisschen von dem Spiel. Ein bisschen... Ist ein bisschen... Man weiß gar nicht, wo man überall gucken soll. Man weiß gar nicht, wo man hin soll. Man weiß gar nicht, was da abgeht, ey. Das ist alles so viel, das es auf dich einwirkt und... Keine Ahnung, das ist alles irgendwie schon viel, wenn man so sagen kann. Na, komm schon. Okay. Hm. Sehr gut, ich glaube, da kann man auch von unten gegenhauen, oder? Ja. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Hier habe ich so eine Karte, oder? Ja, eigentlich bin ich ja noch voll gut. Ich muss jetzt nur wieder nach unten. Aua. Dankeschön. Hm. Okay, dann gehen wir mal. Man kann in die Spiegel rein, richtig. Das weiß ich auch noch von früher. Der sieht ein bisschen cool aus. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Kann ich hier, ja, da sind Truhen. Ach, das Spiel ist schon schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Aber es ist wirklich auch ein bisschen verwirrend.
So. Bin ich jetzt wieder hier in dem gleichen Raum wie vorhin? Ja, hier war ich ja schon mal. Ne? Tatsache. Aber ich muss da runter. Wie komme ich denn da runter? Kann ich da wieder hoch? Das ist ja ne... Kann ich da nochmal hoch? Naja, ich glaube nicht. Ich muss ja irgendwie wieder da zurück. Da blinkt ja auch irgendwas auf der Karte. Ich nehme mal an, dass das Tick, Trick und Track sind, die da blinken. Und die muss ich wahrscheinlich wieder retten. In den Spiegel kann ich nicht rein. Woran erkennt man, in welchen Spiegel man rein kann? Ich weiß es nicht. Ist alles ein bisschen verwirrend hier. Naja. Noch schon wieder 10 Minuten. Ich spiele schon wieder 10 Minuten. Habe ich schon irgendwas erzählt? Oh, hier ist eine Wand. Da ist ein großer Spiegel. What a strange mirror. I wonder how much it'd fetch at auction. Alter. Du kannst jetzt nicht an eine Auktion denken, ey. Aber wieso ist hier so ein Spiegel und bringt er mich irgendwo hin? Nee. Aber guck mal, in dem Spiegel spiegelt sich ein Bild, das heißt hier, wo wir durchgucken, also hinter uns müsste jetzt eigentlich ein Bild sein. Nein. Also es ist interessant, dass sich da tatsächlich echt was im Spiegel noch spiegelt. Also, wie soll ich denn an dem vorbeikommen, bitte? Kann mir auch keiner erklären, ne? Hier kann ich da auch hoch? So, ne, kann ich nicht. Auf jeden Fall sieht man das nicht auf der Karte, dass man da hoch kann. Ja, lass mich in Ruhe. Nein! Ach du Scheiß... Typ, ey. Hilfe! Ach du Scheiße. Das ist ein Gespenst, glaube ich. Glaube ich. Ja, hoch da! Kann ich das töten? Ich glaube, ich will es gar nicht ausprobieren. Ist hier überall so ein Gespenst drin oder ist das jetzt nur. Ist es Zufall? Vielleicht gibt es ja hier auch irgendwo. Ah, okay, cool. Ein Herz kann man immer gebrauchen, vor allen Dingen, wenn man so dumm dann wieder eins verliert. Und ein Rubin oder wie auch immer. Ein Rubin, ja. Ich weiß nicht, wie man sie nennen soll. Es tut mir wirklich leid. Also eigentlich sehen sie auch wie Diamanten. Wobei ich eigentlich auch nicht weiß, was sind eigentlich... Wie sehen eigentlich Diamanten aus? Weiß ich nicht. Die haben ja auch keine... Es gibt ja so einen bestimmten prototypischen Diamanten. Der sieht bestimmt so aus. Keine Ahnung. Ich wollte am Anfang doch eigentlich... am Anfang habe ich doch gesagt, eine schöne Hubschrauberfahrt, ne? Ja. Ich bin in meinem Leben noch nie geflogen. Noch nie! Wow, was ist denn das, Alter? Ist das... Hilfe! Ist das ein Panzerknacker? Der sieht ein bisschen dick aus. Ich darf das sagen. Ach du Scheiße, ich bin so blöd. Weißt du, nur weil ich da nicht genug Geduld habe, zu warten, bis er aufhört zu blinken. Er ist wirklich ein Panzerknacker. Kuno Knack. A Beagle Boy. But it'll take more than just an old bedsheet and flower dust to frighten off Scrooge McDuck. Look, Uncle Scrooge, that Beagle Boy dropped something. It's an old piece of paper. Twist me, Tartan. It's an ancient rune. You mean like a magic spell? Aye, lad. At least part of one. Gee, I wonder who tore it into pieces. We'll worry about that later. Right now, I want you to help. Kann Dagobert hier Zauberei erlernen? Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht. So. Dann gehen wir hier nochmal nach links, weil hier... Ja, genau, hier sind noch ein paar Truhen. Oh, und noch eine rote Diamant. Wir sind schon wieder bei 660.000. Das ist nicht schlecht. Auch wenn ich da noch... Da geht noch mehr, auf jeden Fall. Hier runter, da war ich schon. Aber da kann ich noch nach rechts gehen, glaube ich. Es ist mit der Karte, ist es ja schon auch ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, dass es so einfach ist, aber die Karte hilft extrem, wirklich. Also wenn man die Karte... Ich hab das am Anfang nicht gedacht. Oh, krass geil! Man geht hier raus. Boah, das sieht mega gut aus. Boah, das sieht so schön aus, oder? Oder bin nur ich das?
Ich weiß, ich bin nicht so der Maßstab, weil ich finde eigentlich vieles schön, weil ich bin nicht so ein... Ich bin tatsächlich einfach nicht so ein... so ein HD-Kind. Wir hatten ganz lange zu Hause Röhrenfernseher. Ich hatte noch nie einen Flachbildfernseher selber, der mir gehörte. Ich hatte immer nur Röhrenfernseher. Meine Eltern haben jetzt halt Flachbildfernseher zu Hause. Auch einen richtig großen, schönen im Wohnzimmer. Aber sonst, da bin ich ja jetzt auch nicht mehr so oft. Deswegen kenne ich das auch, es ist auch nicht mehr so präsent für mich. Ich hatte noch nie so einen Fernseher und ich mal keine Ahnung. Ist da oben geht's hoch. Ist da eine Kette? Ich weiß nicht. Und deswegen, nee, da geht's allgemein hoch. Oh, da ist ein roter Diamant. Und noch ein gelber, oder was ist eigentlich für eine Farbe? Hautfarben? Gelb? Ja, gelb ist es nicht. Es ist eher so ein bisschen Hautfarben oder so. Nein! Ich verliere zu viele Herzen. Nein! Boah, das war so knapp. Da wäre ich jetzt echt ungern gestorben. Kann ich hier bitte noch irgendwo ein Leben bekommen? Das war so klar, das war so klar. Oh. Okay, wieder nach links. Ich hätte gerne eine Eistüte oder so. Oder oh, eine Torte wäre auch geil. Einfach irgendwas. Ich würde auch voll gerne, würde ich das Herzteil hier finden. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Oh, fuck. Wow. Ach, fuck. Ich habe nur ein Herz. Ich fühle mich unsicher. Ich fühle mich so unsicher. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Oh, danke, danke, danke. Und es wäre so schön, wenn... Und vielleicht kann man da oben drauf. Wisst ihr, hier so. Yeah. Nee, da ist eine Wand. Okay. Wunderbar. Noch ein Herz. Sehr schön. Und ich glaube, es war ein ganz normaler Diamant. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da. Nein, nein! Ich da jetzt zwei Herzen verloren. Jetzt hätte ich mich doch schon ein bisschen aufgeregt. Wo bin ich denn jetzt? Ist hier ein Tick, Trick und Track? Ah, cool. Habe ich jetzt gar nicht gesehen auf der Karte. Ja, ich bin doch unterwegs. Da ist wieder ein Panzerknacker bestimmt. Mit Geist diesmal. Bam. Komm her, Baby. Das ist echt... Das war wieder so ein Moment. Ich springe hoch, drücke die Pogo-Taste. Hier, die Disco-Pogo. Und es funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Ich drücke diese Taste für den Pogo-Stick und er macht das nicht. Ich rege mich auf. Auch ein bisschen künstlich. Burger-Knack. Boah, jetzt so ein Burger. Boah, ich habe ja schon Hunger. Ich mache mir gleich Quarkspeise. Oder ich gehe nochmal kurz einkaufen und kaufe mir nochmal Putenbrust. Putenbrust kann ich eigentlich so viel essen, wie ich will, oder? Das ist schon lecker, so eine Putenbrust, ey. Boah, es war so lecker gestern. Ich habe mir gestern 1A Spitze Putenbrust, schön mit Pfeffer und Paprika gewürzt von beiden Seiten, dann in eine Pfanne schön, richtig schön gebraten, perfekt Tomatico, dann Putenbrust-Schnitzel raus, dann noch drei Eier in eine Pfanne, schön als Pfannekuchen quasi, also die haben halt einen Kreis gebildet, die ganze Pfanne ausgefüllt, richtig schön von der einen Seite angebraten, dann so mit einem Pfannkuchen Hochwerfwender-Trick, habe ich dieses Ei so hin und her geschenkt und dann so hochgeworfen und aufgefangen und von der anderen Seite gebraten. Ich habe vorher das Eigelb ein bisschen zerstochen, damit das schon mal flüssig wird und sich schon mal mit ein bisschen, ne, wisst ihr. Und auf jeden Fall, boah, und dann schön das Ei auf die Schnitzel und dann gib ihm, ey. Oh, das sieht gut aus. Boah, zwei Eistüten. Da ist ein Spiegel, da oben ist aber noch ein Weg. Oh nein, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Nein, das ist ungerecht. Kann ich auf den drauf springen? Hoffentlich. Ich kann nicht auf den drauf springen.
Ich will da hoch. Wirklich, das ist mir ein... Jetzt bin ich tot, ich bin so blöd, ey. Vielleicht taucht da wieder was auf. Oh, ich muss da ja jetzt nicht mehr rüber, aber ich will da hoch. Da ist bestimmt das Herz oder sowas. Das konnte ich doch nicht ahnen. Ach Mann. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich meine, klar, aber dass man sich das so verbauen kann. Ich sollte jetzt ein bisschen aufpassen. Ich wollte halt den roten... Weil das ist auch nicht auf der Karte eingezeichnet, oder? Das ist eine Wand eigentlich. Och, ich will da hoch. Mann, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich kann jetzt nicht Game Over gehen. Ich hätte ohne Pogo-Stick auf die Truhen springen sollen. Ich bin so blöd. Ich habe doch gesehen, dass da ein Weg ist. Hier kann man doppelt hoch. Da bin ich nicht ganz nach oben gegangen. Naja, wir machen das jetzt erstmal so zu Ende. Wenn ich den Herzcontainer am Ende nicht mache, finde, dann gehe ich eventuell... Man kann ja nicht nochmal ins Level, wenn man fertig ist, oder? Kann ich hier nicht nochmal hoch? Man kann hier doch gar nicht hoch. Wo kann man denn hier hoch? Hier soll man hoch können. Wo denn? Keine Ahnung. Jetzt verwirrt mich die Karte. Ach genau, stimmt. Man musste ja hier hoch. Oh, das ist jetzt... Ich würde gerne einfach wissen, was da ist. Ich muss mir das merken. Das werde ich auf jeden Fall offscreen danach gucken. Und euch berichten oder so. So, hier kann man noch weiter hoch. Ja, dann kann man da doch hoch. Es ist so auf der Karte so eingezeichnet. Das ist doch auf der Karte eingezeichnet, dass man da hoch kann. Wieso geht das denn nicht? Hm. Weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Das weiß ich nämlich auch nicht. Ach so, ich würde gerade sagen, hallo, warum bewegst du dich nicht? Ich stand vor der Rüstung, ja. Vor der Rüstung, an der Brüstung, sah ich zwei Brüste. Ich mag Brüste. Tatsächlich, ja. Brüste sind schon mal Schönes. Hat der liebe Gott gut gemacht. Ich glaube, in dem Spiegel war ich noch nicht, oder? Kann das sein? Ich bin da rechts unten hergegangen und dann bin ich... Ja, ich glaube, hier war ich noch. Ja, genau. Hier bin ich richtig. Ach man, das nagt... Oh, scheiße, ein Lorenlevel. Donkey Kong Country Returns. Woo! Nein, ich muss mich ducken, ja. Wenn ich hier Game Over gehe, haben wir natürlich noch ein Problem. Nein, das solltest du nicht tun. Wenn ich hier Game Over gehe, haben wir natürlich jetzt ein... Oh, scheiße, da haben wir ein richtiges Problem. Okay, ich lasse jetzt einfach mal die Schätze sein. Okay, doch nicht. Ich bin zu geldgeil. Ich bin zu geldgeil. Nein! Boah, den roten habe ich eingesammelt. Nein, den roten habe ich verpasst. Boah, ich hatte die ganze Zeit Angst. Ich glaube, man kann nicht aus der Lore fallen, oder? Also, man kann, wenn man hochspringt, kann man da nicht rausfallen. Ich glaube, das ist halt vorgescriptet, wie du springst. So, hier ist der dritte von den Tick, Twicks und Twucks. Twucks. Tick, Trick und Track. Trrr. Da schauen wir wieder am Panzerknacker. Oh, und wieder mit einem Geist. Oh, mit zwei Geistern. Weiß halt, ob ich behindert wäre. Natürlich nicht, ich habe den Knopf gedrückt. Für den Pogo-Stick, ey. Och, das war jetzt behindert. Ja, das lasse ich mir ankreiden. Das war dumm von mir. Schon wieder nicht gemacht, Mann! Warum macht der das nicht immer? Warum denn, Mann? Und da erzählt mir mal einer, ich könnte da was für, ey.
Er ist zum Kotzen. Ich spiele offscreen nochmal bis zu der Stelle, wo wir das Secret verpasst haben. Dann gucken wir, was in dem Secret ist. Und dann spielen wir von der Stelle einfach weiter im nächsten Part. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Cornel.